Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, es steht einfach fest, wir bekommen ein neues Event. Jawohl, Neon Knights wird das Ganze heißen. Schauen wir uns auch gleich natürlich nochmal an. Es wurden alle Spieler, wirklich alle Spieler geleakt, Leute. Das schauen wir uns natürlich noch ganz klar an. Hier im Video, vorher möchte ich natürlich noch sagen, am Montag gibt es den nächsten Livestream. Und also da könnt ihr mich wieder live und in Farbe sehen, also mich nicht, aber halt mein Gameplay ist ja klar. Ja, aber vorher gehen wir jetzt noch schnell rein ins 80 Plus Pack, das nehmen wir noch ganz schnell mit. Ziehen wir SBC-Futter, yo, wir ziehen, ja moin, wir ziehen einfach dieses andere SBC-Futter. Aber okay, komm, Klosterfrau nehmen wir mit und somit können wir reinstarten. Transfermarkt, 4 Dinge habe ich da, okay, 78er, gut, ja gut, die ganzen 78er, die da drauf sind. Die muss ich halt einfach verkaufen, wirklich. Ich brauche das Geld und im Sommer nehme ich auch mit, den habe ich gekauft. Aber ich bin jung und brauche das Geld, Leute. Ganz klare Sache. Ich habe so wenig Münzen, Leute. Das ist der Wahnsinn. Das ist der blanke Horror und der Wahnsinn. Und ich weiß nicht, was man noch alles dazu sagen kann, aber es ist schon echt krass. Es ist schon echt krass. Ich habe hier Delore. Gut, den kann ich eigentlich auch wieder runternehmen und für die SBC nehmen, weil den kauft eigentlich, glaube ich, auch. Ja, es bringt es einfach nicht, den noch zu irgendwie zu verkaufen, weil, ne, einfach nein. Der kommt dann in die SBC rein. Ja, komm, hauen wir schnell direkt noch in die SBC rein. Alles gut. Alles gut, nehmen wir mit. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil so das andere Zeug und so hier. Irgendwie, ich mache diese ganzen SBC einfach nicht mehr. Ist einfach viel zu teuer. Hätte ich das schon mal irgendwann mal in FM gesagt, ich weiß es nicht. Heilige, ich mache immer das, was irgendwie noch geht. Ich probiere noch irgendwie den 95er zu bekommen bei Ligue 1. Einfach auch für die Icon, weil die Icon bringt, glaube ich, nochmal ein bisschen was. Wer war das gleich nochmal? Ich weiß gar nicht. Egal. Wir gehen rein zu Anstoßtransfer. Oder, nee, komm. Ich hau schnell meine ganzen Punkte raus, die ich bekommen habe. Das ist vielleicht nochmal ein bisschen besser. Da kann ich mal schauen, wie weit ich jetzt komme und ob ich der 95er noch drin ist. Das wäre noch so die Frage. Was kriege ich hier noch? 7000 muss ich dafür ausgeben. Also das ist, boah, schon viel. Das ist wirklich viel. Dafür nur 800 Punkte. Naja, nimmt man halt mit, ne? Und nochmal 5000 Tickets, okay. Kann ich nochmal ganz gut gebrauchen bei der Premier League. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da gerade zur Zeit habe. Muss ich mal nachschauen hier. Ich glaube hinten, ich bin beim drittletzten oder so, kann das sein? Ja, bin ich. Und bei, ja doch, 20.000 Punkte habe ich. 20.000 und habe ich noch ein paar Tickets übrig, die ich noch einlösen könnte. Werdet sich fragen, ja, okay, ja gut, sind halt die 5.000 Tickets. Kann ich mal noch schnell, zack, 5.000 Tickets mir holen. Die 850 dann halt beim nächsten Mal. Mensch, Leute, das sind ja nur 850 Tickets. Aber hier kommen die 5.000, kann ich jetzt so direkt mal mitnehmen, umtauschen. Das heißt, jetzt fehlen viereinhalb fehlen noch bis zur nächsten Stufe. Ist eine gute Sache, Leute. Das sollte ich hinkriegen. Ist eigentlich ganz cool. So, das heißt, wir gehen rein. Ligue 1 über Ethas hatten wir gerade gemacht. Das heißt jetzt, oh, stimmt. Ich habe noch hier dieses SBC-Angebot. Da könnte ich, ich habe eigentlich nicht genügend geile Spieler so. Dafür, das ist schon ein bisschen heftig. Da will ich jetzt kein 90er Niggi oder so reinhauen. Muss ich mir erstmal noch was kaufen. Aber hier Münzstand, Leute, es ist alles bodenlos. Es ist alles so bodenlos, Leute. Hilfe. Naja, komm, wir öffnen nochmal ein Pack hier. 2 Stück habe ich noch am Start. Könnte ich nochmal bei Ligue 1 öffnen. Vielleicht ziehe ich noch was ganz Gutes für die SBC oder so. Oder generell was Geiles mit vielen Münzen. Das wäre auch ganz geil. Mal schauen. Ne? Komm, wir gehen einfach mal rein ins erste Pack. Auf geht's. Und komm schon, bitte gönn irgendwas Gutes. Irgendwas Gutes einfach. Oder irgendwie 92 oder mehr. Packlack 5 am Start. Komm schon. Bitte gönn. Ja, Walkout, das war drin. Walkout. Ja. Wer bist du? Ja, 92. Oh mein Gott. Einfach Walkout hier rausgezogen. Aber 92 ist okay für die SBC. Ist gut für die SBC. Und ich weiß gar nicht, ich glaube 5% oder so ist hier ein Spieler drin. Na gut, nehme ich jetzt halt mit, ne? Warum auch nicht? Warum auch denn nicht? Denn ja, ist gut. Wir haben noch eins. Und komm, das öffnen wir jetzt einfach auch nochmal. Vielleicht habe ich auch noch was. Nee, klar. Bei 5% nicht, wird jetzt nichts mehr drin sein. Egal, komm, wir gehen einfach trotzdem rein und schauen uns das Ganze mal an. Vielleicht ziehen wir was ganz Interessantes. Oh, jetzt habe ich noch nie hier rausgezogen.
Ich habe noch nie diese Spieler hier rausgezogen. Krass. Aber auch vielleicht ganz gut zum Trainieren dann irgendwann. Aber für mehr wahrscheinlich auch nicht. So wie ich mir das jetzt hier so vorstelle. Was willst du sonst machen mit 65 Plus Spielern? Die kannst du eh nicht verkaufen. Und Maccabi Haifa führt gegen PSG. Was ist das denn? Hilfe, ist das geil. Boah. Und jetzt gerade PSG mit dem Ausgleich. Ich fasse es nicht. Gerade PSG mit dem Ausgleich. Oh mein Gott, gerade habe ich hingeschaut. Oh nee. Naja, dafür habe ich jetzt hier nochmal Anschlussrivalitäten. Komm, Anschlussrivalitäten. Nochmal drei Packs, komm. Drei Packs kann ich jetzt noch öffnen davon. Meine Güte. Komm, gönnen wir jetzt was bitte. Gönnen. Ah, schade. 75.000 Münzen. Schade, gerade da, wenn PSG einen Ausgleich gemacht hat. Komm schon, jetzt mit Packer-Pfeife. Komm, gönn. Gönn ihr, ey. Gönn. Gönn doch was Gutes. Packer-Pfeife am Start. Gönn, gönn. Oh, kein Workout. Ich habe noch nie hier einen Workout gezogen. Noch nie. Oh, ich krieg nochmal Rivalitäten. Oh, da kann ich, glaube ich, sogar noch ein Pack öffnen. Schön. Nochmal so ein Pack da. Und vielleicht sogar mit etwas Glück noch was ganz Gutes ziehen für die SBC. SBC natürlich. Geil. Geil, geil, geil. Da freue ich mich. So, komm, ziehen wir noch was Gutes hier raus. 75.000. Na gut, Münzen nimmt man halt mit, aber was willst du machen? Was willst du machen hier? Naja gut, Anschlusstransfer. Kriegt man da wenigstens noch was ganz Gutes. Liga, können wir, komm, zack. Hauen wir hier nochmal die 200 Punkte raus. Gönnen nochmal. Nee, 150.000. Na gut, 150.000 Münzen ist in Ordnung. Kann man mitarbeiten. Würde ich einfach mal sagen. Machen wir noch einen 90 plus SBC. Ja, komm, ich hau nochmal raus, Leute. Ich hau nochmal raus, ich hau nochmal alles rein. Nur hoffentlich was ganz Gutes ziehen. Mindestens für die SBC, vielleicht für mehr. Ja, wäre gut, Leute, wäre gut. Klare Sache. Mindestens 92 für die SBC, Leute. Für FIFA Mobile, für FIFA Mobile. So sieht's aus, Leute. Ja, bitte einfach nicht hier diesen Brasilianer und den 91er und den Rest nehme ich mit. Ich bin nicht Brasilianer, Portugiese. Lol, ich bin so lost. Ich bin so lost. Also komm, gönn dem Losti jetzt was, EA. Gönnt dem Losti hier. Auf geht's, komm. Und, ja, Walkout. Ja, achso, ja, gibt sowieso Walkout. Gönn. Doku, oder? Ja, das ist Doku. Zum vierten Mal oder so gezogen. Egal. Nehme ich mit, ist in Ordnung für die SBC. 94er nimmt man mit. Warum nicht, ne? Komm, zack. Doku, Ehrenbruder. Ehrenbruder Doku mitnehmen. Und das heißt, den kann ich jetzt auch in die SBC reinhauen. Für die zweite reicht es natürlich nicht. Da will ich jetzt auch keine Eventspiele oder irgendwie so reinhauen. Fürs nächste Mal kann ich die hier schon vorbereiten. Aber der Rest ist natürlich sehr, sehr bodenlos. Ja, Umtausch können wir noch schnell machen hier. Da kann ich noch schnell die ganzen Pünktchen umtauschen für die 3000. Die Spiele umtauschen für die Pünktchen. So rum. So rum, das ganze Palois ist weg. Und Doku können wir auch nochmal reintauschen, eintauschen. 7.700. Ich glaube, das reicht nicht ganz, oder? Reicht das? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber, es reicht nicht für eine weitere Stufe im Ligue 1 Pass. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das werden wir jetzt natürlich gleich überprüfen. Ganz klare Sache. Vorher kann ich mal gucken. Ah, nee, komm. Wir machen das gleich nochmal hier und schauen mal nach, wie viel kostet das Ganze. Ah, noch 8.000. 300 Punkte fehlen. Kriege ich die jetzt noch irgendwie schnell? Oder mache ich das dann privat? Das wäre natürlich noch die Frage. Was gibt's hier? Ah, nee, 100. Ah, nee, komm. Das mache ich privat. Ich mache es privat, Leute. Hört euch dann freuen, wenn es dann soweit ist. Ja, im nächsten Video dann. Wir haben auch, Leute, ein neues Event angekündigt bekommen. Denn wir sind jetzt erstmal durch mit Öffnen. Und ich blende euch einfach mal hier schon die Spieler ein, die geleakt wurden. Und es sind alle Spieler. Ich weiß nicht, ob man das ganz gut erkennen kann, aber so, ihr seht gleich nochmal ein Bild von den besten Spielern somit, die geleakt wurden. Also ihr könnt ja wahrscheinlich oben links zum Beispiel schon mal einen Davis erkennen, den Robertson kann man auch erkennen, Kaká als Event-Icon, den daneben kann ich ja nicht ganz erkennen, Reyna wird es auch geben für die Dortmund-Fans hier, Taremi sehe ich hier, kann ich erkennen, Bale kann ich erkennen, auch mit am Start, ja, sonst auch sehr, sehr viele krasse Spieler am Start mit, ja, das sind wirklich alle auch. Ihr könnt es auch gerne nochmal nachschauen bei EA auf Twitter und eben auch auf Twitch. Da gab es nämlich einen Livestream und jetzt könnt ihr gleich nochmal ein bisschen mehr sehen, denn hier sieht man nochmal die besten Spieler ein bisschen besser. Auch nicht die beste Qualität, tut mir leid, aber McKenny sieht man nämlich hier nochmal ein bisschen besser. Auch von denen, die man kennt, Bernardeschi sehe ich hier auch, Sergino Dest, doch so heißt er, glaube ich. Pulisic, auch geil. Und hier nochmal ein bisschen näher die ganzen Son. Den Son wird wahrscheinlich auch in den Angeboten kommen im Shop.
Und ja, das sind so die Spiele, die geleakt wurden. Könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen auf Twitch und auf Twitter von EA. Und ja, was sagt ihr zum Event, Leute? Was sagt ihr dazu, zu dem, was bisher geleakt ist? Schreibt's gerne in die Kommentare, würde mich interessieren, auf welchen Spieler habt ihr Bock, Leute? Sieht interessant aus, wird auf jeden Fall am Donnerstag rauskommen, Donnerstagabend, seid dabei. Wir werden morgen noch ein, ja, neues Video dazu machen, ein Event-Video. Das heißt, bis dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.